Sie wollen ja wirklich, dass jedes Haus in Deutschland null Ausstoß hat. Das ist gar nicht umsetzbar. Es gibt keine diese Heizung, die so betrieben werden können. Dann Schornsteinfeger soll ja auch als Petze dienen. Sollte mich dann überprüfen, wie alt ist die denn? Warum sollte ich den haben, wenn ich seit 20, 30 Jahren in einem Haus wohne? Warum soll ich jetzt Geld dafür bezahlen und den erstellen lassen? Man geht ja auch gerade hin und schafft immer mehr Verbraucher ins Netz und schaltet auf der anderen Seite gleichzeitig drei letzte AKWs in Deutschland ab. Moment mal. Das können wir aber nicht alles bezahlen. Das geht nicht, da kann ich meine Kredite nicht mehr abbezahlen. Ja. Das muss der Mieter mittragen. Keiner versteht's und alle reden darüber. Das Heizgesetz. Und deswegen habe ich heute niemanden geringeren hierher geholt als Olli. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal. Hi Dominik, danke für die Einladung. Eine Frage kam ganz oft auf und das war der Grund, warum wir jetzt hier stehen. Was passiert eigentlich gerade mit dem Heizgesetz? Ich habe eine Gasheizung, ich habe eine Ölheizung und ich habe das Gefühl, du hast dich da so richtig reingefuchst. Mhm. Willst du unserer Community mal ein bisschen erklären, was da gerade so abgeht? Ja, sehr gerne. Moin zusammen erstmal, Olli mein Name. Und ich bin bei Heizungsthema relativ stark drin, würde ich behaupten. Finde aber, dass da viele Informationen irgendwie zusammengemixt werden und einige Leute das Thema auch nicht richtig am Schirm haben, beziehungsweise noch gar nicht am Schirm haben. Ja. Denn man muss es eigentlich in drei Parts unterteilen. Wir haben als erstes auf Landesebene, sprich in Deutschland, einmal das sogenannte GEG, Gebäudeenergiegesetz. Das Gebäudeenergiegesetz soll jetzt verändert werden. Das gibt es schon seit Jahren, besagt beispielsweise, dass Heizungen in Deutschland, eine Gasheizung, nach exakt 30 Jahren ausgetauscht werden muss. Das ist so. Seit etlichen Jahren gibt es das schon und wird auch so gehandhabt. Und dazu kommt auch direkt der wichtige Punkt, was ebenfalls viele nicht am Schirm haben. Ich glaube, es sind in Summe Öl- und Gasheizungen 2 Millionen Heizungen, die im Jahr 2024, also schon in einem halben Jahr, ausgetauscht werden müssen. Das heißt, Gasheizung und so. Ja, dann würde ich mal nachgucken, wie alt die ist. Dann Schornsteinfeger soll ja auch als Petze dienen. Sollte mich dann überprüfen, wie alt ist die denn? Das ist ja sowieso sein Job. Ich gesehen habe, die Schornsteinfeger, die wehren sich dagegen, gell? Ja, das ist richtig. Habe ich auch darüber berichtet. Einige Schornsteinfeger, überhaupt die meisten, die wollen das gar nicht. Wollen nicht so als Kontrollpolizei oder Ähnliches genutzt werden. Aber wenn sie dann im schlimmsten Fall irgendwo mit Geruch bekommen, ihren Job verlieren oder Ähnliches, dürfen ihr Handwerk nicht mehr ausüben, glaube ich, dass da viele einknicken werden. Haben wir in den letzten 3 Jahren ja häufig in Deutschland gesehen. Mhm. Zum Gebäudeenergiegesetz zurück. Das ist so die Situation vom Status quo. Jetzt aber soll dieses eben verändert werden. Und Gesetzesentwurf liegt seit März diesen Jahres vor. Der wurde geleakt, ist rausgekommen. Da hat der Herr Habeck sich auch sehr, sehr stark darüber aufgeregt, dass der vorzeitig rausgekommen ist. Und man wollte ja damit auch die Ampelregierung nur schaden und Ähnliches machen. Das muss man ja rational sehen, weil ganz ehrlich, der Inhalt des Gesetzes schadet doch der Ampel. Nicht, dass das vorzeitig veröffentlicht wurde. Ja. Hätte man ein gutes Gesetz gemacht, hätte man es ja jederzeit veröffentlichen können. So, und kurzum, die Situation sieht jetzt so aus, dass in den nächsten Monaten darauf vorbereitet wird, dieses Gesetz zu verabschieden. Soll voraussichtlich sogar noch vor der Sommerpause kommen. Wahnsinn. Genau, also ganz schnell will man es durchwinken. Auch mit der FDP muss wie man immer jetzt, dazu wenn die sagen. Menschen im Urlaub sind, ja, die Menschen genau. Sind gerade gut drauf. Da hat es halt nicht jeder auf dem Schirm. Und im Gegenteil, man guckt im Urlaub auch nicht so die Nachrichten an. Man ist im besseren Modus einfach vom Gefühl her und alles. Und danach sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber es besagt halt, dass ab dem 01.01.2024 nur noch Heizungen in Deutschland neu eingebaut werden dürfen, die mindestens 65% erneuerbare Energien. Ich mag diesen Begriff nicht, weil er Quatsch ist, aber diese befeuert werden. Das heißt, und, was konkret darf ich überhaupt ab 2024 noch einbauen? Nix. Wärmepumpe. Wärmepumpe. Genau. Und da haben wir aber einen riesen Ansturm, weil der größte Wärmepumpenhersteller wurde gerade an einen Andi-Konzern verkauft. Richtig, Fiesmann sprichst du da an. Und der soll die Dinger einbauen. Genau, das ist ein großes Fachkräftemangel, der besteht, wo sich verschiedene Handwerkskammern auch schon zu geäußert haben, dass das nicht umsetzbar ist. Also wirklich absolut fatales Gesetz, dass man dazu genötigt wird, das zu tun. Und zu diesem Punkt mit den 65% der Energien nochmal zurück, das ist gar nicht umsetzbar. Es gibt keine diese Heizung, die so betrieben werden können. Sprechen sich auch zahlreiche Experten für aus, dass das unsinnig wäre und ein Quasi-Verbot darstellt. Ja. Das ist auf jeden Fall der zweite Part von der EU auskommend, die sogenannte Sanierungspflicht für Bestandsgebäude. Das bedeutet, bis 2030 sollen alle Gebäude mindestens den Energieeffizienzstandard eines Hauses von E
beinhalten. Und wenn man sich den Bestand in Deutschland anguckt, sind aber Millionen Häuser davon betroffen, die F, G, H oder so noch schlechter in Anführungsstrichen haben. Kann man im Energieausweis dann nachlesen von seinem eigenen Haus? Genau, richtig. Hat jeder so einen Energieausweis? Erstens, damit fängt es an. Warum sollte ich den haben, wenn ich seit 20, 30 Jahren in einem Haus wohne? Warum soll ich jetzt Geld dafür bezahlen und den erstellen lassen? Und das ist halt auch nicht die Regierung, ja? Nee, natürlich nicht. Und der weitere Punkt, das war bis 2030. Bis 2033 wiederum, also nur 3 Jahre danach und jetzt schon in 10 Jahren, soll jedes Haus in Deutschland die Energieeffizienzklasse D beinhalten. So, und jetzt kann man ja darüber diskutieren, ob das Sinn macht oder auch nicht. Das Interessante da, das ist ja ein EU-Gesetz, das wahrscheinlich so kommt und umgesetzt werden soll. Wenn man sich diese Energieeffizienzklassen, wie sie heißen, ganz genau anguckt, sieht man, dass wir in Deutschland die strengsten Maßnahmen dadurch schon bereits haben. Wie immer, richtig. Und denn zum Beispiel in Frankreich oder auch in Polen, in Spanien und in zahlreichen anderen Ländern, aber auch in Belgien oder ähnlichen, liegen die deutlich höher. Bei teilweise 150, 175, 180 oder ähnliches. Das heißt, du hast weniger Energieeffizienz, hast aber die gleiche Klasse. Genau. Das heißt, dein Verbot greift jetzt bei einem Haus in Deutschland mit 200 Kilowatt, greift das direkt, aber in einem anderen Land jetzt nicht zwangsläufig. Weil das halt von EU-Gesetz auf Landesgesetz umgewandelt wird und da hat man halt Spielraum. Aber das betrifft ja dann jetzt nur die Vermieter und die Gebäudeinhaber, oder? Das glaube ich nicht, denn es gibt auch schon zahlreiche Diskussionen darüber von den Vermietern, die ja auch eine große Lobby in Deutschland haben, die sagen, ja Moment mal, das können wir aber nicht alles bezahlen. Das geht nicht. Da kann ich meine Kredite nicht mehr abbezahlen. Ja. Das muss der Mieter mittragen. Ob das 50-50 laufen wird, das wage ich zu bezweifeln. Das weiß ich nicht. Da hat sich ja auch, ich glaube, von der SPD Saskia Esken war es schon geäußert. Ja. Man wird aufgefangen, wie es heute mittlerweile ja heißt. Und keiner wird zurückgelassen und ähnliches. Wohlfahrtsstaat, ja. Aber im Endeffekt bedeutet das nur mehr Kosten für alle. Klar. Man gibt Hochrechnungen davon, dass der Quadratmeter in einer Wohnung dadurch ca. 3 Euro teurer wird. Und wenn man jetzt 100 Quadratmeter Wohnung hat, rechne ich direkt mal 300 Euro mehr. Da wage ich zu bezweifeln, dass das jeder Mieter bezahlen kann. Das ist nicht machbar. Und auch wenn, diese 300 Euro hat man weniger im Portemonnaie für Urlaub, für Anlagen wie Gold, Silber oder ähnliches zum Beispiel. Oder auch einfach zum Sparen. Ja, für die Altersvorsorge. Genau, richtig. Das ist ein ganz großes Problem, das da auf uns zukommt. Ja, ganz offiziell, wieder mal von der EU etwas, was jetzt im Hintergrund geplant wird, aber mittlerweile bekannt ist, nennt sich Ökodesign-Richtlinie. Ach, nicht Märchengesetz, okay. Fast das Gleiche. Ich weiß nicht, wer es sich ausgesagt hat. Auf jeden Fall Ökodesign-Richtlinie. Und die besagt halt, dass ab 2029 sollen nämlich keine herkömmlichen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Unglaublich. Richtig. Denn das Ganze zielt darauf ab, dass die Heizungen einen Wirkungsgrad von 115% erzielen sollen. Und das können halt Öl-Gasheizungen faktisch nicht, aber angeblich die allseits geliebte Wärmepumpe. Mhm. Genau. Und jetzt haben wir die ganz große Problematik. Nehmen wir mal den durchschnittlichen Deutschen, der vielleicht seit 30 Jahren in seinem Einfamilienheim wohnt. Mhm. Die Heizung ist jetzt 30 Jahre alt. Er müsste jetzt was Neues tun. Kann man sich denn auf diese Entscheidungen verlassen, zu sagen, ich baue jetzt die Wärmepumpe ein? Ja, ich sehe schon ein Lächeln auf den Lippen. Nein, bei dieser Regierung kannst du wirklich nicht mehr planen. Das ist ja auch das, was die meisten Leute wirklich so fertig macht, wie mich persönlich auch. Man weiß nicht, was passiert morgen, was passiert nur in 2, 3 Tagen. Es wird jeden Tag schlimmer, habe ich einfach das Gefühl. Und es kommt jeden Tag ein neuer Hammer raus. Wisst ihr? Hat angefangen mit diesem Gebäudeenergiegesetz, dann kommt die Sanierungspflicht, jetzt kommt auch noch diese Ökodesign-Richtlinie. Was ist das, was nächste Woche kommt? Das stehen wir wieder hier. Und dann sage ich, dann haben wir noch einen vierten Punkt. Wer sagt, dass das nicht wahrscheinlich ist? Und man muss sich ja auch vor Augen führen, du kannst nicht hingehen und sagst einfach, ich baue mir jetzt eine Wärmepumpe ins Haus XY. Das ist eine 100% individuelle Entscheidung, je nach Gebäude, sodass ein Energieberater das Gebäude erstmal überprüfen muss. Guckt, wie sind die Fenster, wie alt ist das Dach, wie ist die Dämmung. Und dann kommen weitere Kosten hinzu, sodass zahlreiche von diesen Energieexperten sich öffentlich auch schon geäußert haben. Teilweise kann das 100, 200 oder gar 300.000 Euro kosten. Was waren das mit den 45.000 Euro, die der Herr Habeck in den Raum Genau, hat? Herr Habeck hat gesagt, in seinem Fragenkatalog, der beantwortet wurde von ihm, der wurde gestellt von der FDP, da wurden einige Fragen gestellt. Man könnte davon ausgehen, dass ein unsaniertes Gebäude in Deutschland ca. 45.000 Euro bezahlen müsste, um Wärmepumpe und auch Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Widerspricht aber beispielsweise auch dem BDI, die gehen von 60.000 oder 80.000 Euro in dem Bereich aus, was meiner Meinung nach wirklich auch noch zu tief gegriffen ist, weil es fängt ja damit an, dass bei einer Gasheizung beispielsweise oder auch eine Ölheizung
fehlt ja komplett die Unabhängigkeit auch, wenn du diese nicht mehr hast. Weil zum Beispiel hast du dann, weiß nicht, ist das bei jedem Gebäude so, ja, der Öltank oder auch Gastank, Gastank im Keller? Ja. Genial, weil dann hast du, wenn du Gas aufgetankt hast, ne, kommt ja einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren dann einer vorbei, betankt das Teil und dann bist du unabhängig. Ja. Und das wird dir auch komplett genommen dadurch, dass du sagst, ja, jetzt brauchen wir die Wärmepumpe, dann läuft das vom Strom ab. Und dann kommt das Smart Meter. Dann kommt das Smart Meter nämlich dazu, richtig. Das kannst du vielleicht mal den Zuschauern erklären. Genau, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein elektronischer oder digitaler Stromzähler und der ist steuerbar. Der man ist auch vom Betreiber steuerbar. Die Wärmepumpe einbauen will, habe ich mitbekommen. Ja? Genau, das ist eine Verpflichtung, die gemacht wurde, dass man nämlich jetzt verpflichtet ist, diesen Smart Meter zu installieren. Und der ist fernwartbar. Was kann damit passieren im schlimmsten Fall? Komplett abschalten. Dann heißt es ja, der Olli hat ja schon dreimal geheizt an dem Tag. Warum sollte er nochmal das vierte Mal heizen? Oder es besteht die Gefahr eines Zusammenbruchs, was ja immer näher kommt bei der Energieversorgung in Deutschland. Ja, natürlich. Dann kann man natürlich ganze Regionen auch mal kurz in den Brownout jagen. Ja? Komplett, weil man geht ja auch gerade hin und schafft immer mehr Verbraucher ins Netz und schaltet auf der anderen Seite gleichzeitig drei letzte AKWs in Deutschland ab. Wir gehen ja mittlerweile hin und importieren gigawattmäßig Strom pro Tag. Jeden Tag aus Frankreich beispielsweise. Ja. Atomstrom. Das ist ja absolut irrational. Wir schalten es ab, aber da drüben wird es produziert und wir importieren es. Wir haben zum Beispiel auch in den letzten Tagen, habe ich viel bei der electricitymap.com oder .org nachgeguckt, aus sechs Ländern haben wir parallel Strom importiert. Und verkaufen unsere Überschüsse auch natürlich noch. Nee, andersrum. Nein, der wird verschenkt oder wir zahlen drauf. Und das, was wir importieren, müssen wir bezahlen. Was kannst du dem Laien oder auch den Zuschauern, die jetzt vielleicht auch ein bisschen in der Couch sitzen, du baust ja gerade selbst. Mhm. Was würdest du, also erstmal für jemanden, der neu baut, entscheiden? Mhm. Und was kann jemand tun, der jetzt einfach zu Hause gerade Panik bekommt? Weil das ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja diesen Sanierungszwang, den Fit for 55 bringen möchte. Genau, das hängt damit zusammen. Wohnraumsteuern geben und so weiter. Es gibt ja auf allen Ebenen gerade für die Immobilienbesitzer die Keule. Fangen wir mal beim Neubauenden an und gehen dann über den Bestandsbesitzer weiter. Was kann man denn für Tipps geben? Ich gehe noch einen Schritt zurück. Ja. Der erste Schritt, wenn du die Möglichkeit hast, auswandern. Wenn ich es familiär könnte, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, würde ich es nicht tun. Zweitens, weil die Frage auch berechtigterweise immer wieder aufkommt, Olli, wenn du das alles weißt, warum baust du in Deutschland? Das hat familiäre Gründe, auch gesundheitlicher Natur. Ich will kein Mitleid oder Ähnliches, will ich nicht drauf eingehen. Aber habe ich mich halt für entschlossen für die Situation. Man sieht den Fachkräftemangel auf meiner Baustelle, weil der Bau nicht funktioniert und nicht läuft. Aber das, wenn dieses Haus stehen würde, weil ich das vor 2-3 Jahren alles schon habe kommen sehen mit den Grünen und mit dieser Situation, weil diese Daten sind ja öffentlich zugänglich. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo Insider-Infos oder sonst was habe. Das sind frei zugängliche Informationen bei der EU und sonstigen Webseiten, wo man sie sich ziehen kann. Und dann kann man sehen, ganz klar, wohin die Reise geht. Und ich lasse aktuell ein KfW 40 Plus Haus bauen. Das heißt, dieser Energieeffizienzwert liegt bei A bis A Plus. Das heißt 40 Kilowatt pro Quadratmeter. Aber man darf sich damit auch nicht in Sicherheit wiegen. Wie lange bist du dann planbar, also sicher planbar? Bis 2033 sicher, weil das wäre ja dann die Klasse D. Aber danach wird es weitergehen. 2040 vielleicht? Ich kann es dir nicht sagen. Sie wollen ja wirklich, dass jedes Haus in Deutschland null Ausstoß hat. Das ist ja gar nicht umsetzbar. Das geht gar nicht. Ja, und auf deine Frage zurückzukommen, Bestandsimmobilie? Schwierig. Wirklich, sage ich ganz klar, ganz schwierig. Habe ich nicht die allgemeine Lösung für, weil es da viel zu viele Individualitäten gibt von den verschiedenen Gebäuden. Was kann der Laie tun, um sich jetzt vorzubereiten? Also würdest du sagen, Heizung nochmal warten, reparieren lassen? Das definitiv, unbedingt in diesem Jahr. Ja. Weil wenn du, zumindest wenn der Gesetzentwurf so kommt, wie er jetzt kommt und nicht nochmal irgendwie ein bisschen entschärft wird, dann ist es so, dass du, wenn du ab dem 01.01.2024 voraussichtlich deine Heizung reparieren lässt, hast du eine dreijährige Zeit, dass du eine Wärmepumpe zusätzlich installieren musst dazu oder die Heizung komplett austauscht. Das bedeutet also, es ist immer gut, einen Gas-Wasser-Installateur privat zu kennen. Der gerne auch goldaffin ist. Genau. Nein, aber mal Spaß beiseite. Die Frage ist ja wirklich, wo führt das Ganze hin? Ja? Also was siehst du da kommen? Ja, das geht in die komplette Überwachung. Wir haben es ja schon jetzt vom Bundesnetzagenturchef Klaus Müller gehört, der sich ja dafür ausgesprochen hat und sagte, wir müssen auch unser Stromnetz ein bisschen so kontrollieren, dass wir sagen, Elektroautos können nicht die ganze Zeit laden. Und deswegen habe ich ja so große Angst und Befürchtung, dass man hier auch in die Kontrolle der Heizungen geht. Aber zeitgleich, wenn wir die Verbrenner verbieten. Was soll ich dazu sagen? Ja, schrecklich. Das beste Deutschland aller Zeiten. Das stimmt.
für alle, die mehr von Olli möchten, also ich fand es erstmal spannend, diese Einblicke zu bekommen. Ich verlinke gerne Ollis YouTube-Kanäle. Er hat mehrere Kanäle, er ist vielseitig. Ja. Olli hat heute mit uns gestreamt. Auch den Stream werde ich hier unter dem Video verlinken. War wirklich ein toller Abend. Das, hat was wir in den sozialen Medien sein können, mir auch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich danke dir. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder auf deinem oder auf meinem Kanal sehen. Ja, sehr gerne. Vergesst nicht, ihn zu abonnieren, auch unseren Kanal. Und danke, Olli, für deine Zeit, für die wertvollen Tipps. Und wenn die Zuschauer Fragen haben, schreibt es gerne unter das Video. Ich denke, Olli wird auch das eine oder andere beantworten. Genau, guck gerne bei mir im Kanal vorbei. Einfach Olli mit einem L geschrieben. Olli investiert, ist auch noch ein zweiter Kanal von mir. Und dann haben wir nämlich auch ein Video zusammen gedreht. Da sprechen wir über die wirtschaftliche Situation, wie es in NRW bei mir so ein bisschen aussieht, Ruhrpott-Richtung. Da ich die Befürchtung habe, dass wir nämlich in den nächsten Jahren auch Situationen sehen und Entwicklungen, gerade in Baden-Württemberg hier, Autoindustrie, dass sie wirklich komplett den Bach runtergeht. Macht's gut, schaut nach vorne und lasst uns gemeinsam kämpfen. Ciao. Danke, ciao.